Herzlich willkommen zu SAK TV Markt. Rund um das Thema Trinkwasser geht es bei der Fachschulung, zu der Oventrop im Herbst nach Olsberg im Sauerland einlädt. Ende Oktober steht der Ausbildungslehrgang Trinkwasserhygieneschulung der Kategorie A an. Ende November die Gefährdungsanalysen in Trinkwasserinstallationen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Webseite von Oventrop. Gutes besser machen. Unter dieser Überschrift steht der Launch der neuen Wolf Service App, über die man unter anderem Zugriff auf über 5600 Ersatzteile hat. Die Version 2.0 wurde nicht nur optisch aufgewertet, sondern es wurden auch die Nutzerfreundlichkeit, die Artikel- und Bilderdatenbank weiter ausgebaut. Die Reinigung einfacher machen sollen die neuen spülrandlosen Urinale der Connect-Serie von Ideal Standard. Dank des fehlenden Randes bilden sich keine Schmutzecken mehr, in denen sich Bakterien sammeln, die für unangenehme Gerüche sorgen. Die Varianten für den öffentlichen Bereich sind zudem wasserlos und einfach zu handhaben. Das Speicherkonzept der Thermotanks Quadroline von Roth ermöglicht eine hygienisch unbedenkliche Integration ins häusliche Wärme- und Trinkwassersystem sowie die Nutzung solarer Energie. Aufgrund ihres Aufbaus können die Thermotanks in individuellen Anlagenkonzeptionen zur Anwendung kommen. Ich möchte Ihnen heute die neue Speichergeneration vorstellen, den Roth Thermotank Quadroline, der erste druckstabile Kunststoffspeicher. Gibt es in den Größen 325, 500 und jetzt neu im Programm 850 Liter. Er ist in seiner Grundform erstmal rund bzw. oval, aber durch die Dämmung bekommt er eine quadratische Form, sodass er platzsparend in die Raumecken eingebracht werden kann. Das Besondere daran ist, er ist aus Kunststoff und trotzdem druckstabil. Dafür sorgt eine spezielle Faser, die um den Speicher gewickelt wurde und diesen dann letztendlich bis 3 bar druckstabil macht. Ein weiteres Highlight des Speichers ist, dass er sehr effizient arbeitet, sehr wenig Wärmeverluste hat. Das macht zum einen der geringe Wärmeleiter Kunststoff und zum anderen die hochwertige EBS-Isolierung, die wir um den Speicher gepackt haben, sodass wir bei dem neuen Label, was es ab September geben wird, in der Grundvariante in die Stufe B gelangen und mit einem zusätzlichen Mantel, den man optional um den Speicher machen kann, dann sogar das höchste Label im Bereich Speicher, das Label A, erreichen. Die neuen Duschelemente von Kufo Stella B eignen sich für den Einsatz im Sanierungsbereich. Sie sind aus langlebigen, widerstandsfähigen Materialien gefertigt, die höchsten Hygieneanforderungen gerecht werden. Hier zeigen wir eine Auswahl unserer Duschelemente. Dieses Element, das weiße, ist aus unserem Material Mineral Steel. Das ist ein faserverstärkter Verbundwerkstoff, sehr stabil, kratzfest, nahezu vandalensicher. In Verbindung mit einer Eingriffarmatur, einem Thermostaten, der über Kaltwasser nach Warmwasser mischt. Die Warmwasserseite ist dann thermostatisch abgesichert. Und es ist gewährleistet, dass beim Schließen der Armatur man immer wieder auf der Kaltwasserseite zu Ende kommt. Das nächste Element aus Edelstahl mit einem Thermostat und einer Sensorarmatur. Sie löst aus, kurz bevor ich das Element berühre, sodass ich den Wasserdurchfluss an- und auch wieder ausstellen kann. Eine eingelegte Seifenmulde ermöglicht mir, meine Flasche mit Shampoo oder Ähnlichem drin abzustellen. Das nächste Element ist mehr für den Bereich Altenheim und Pflege gedacht, weil ich habe eine Kombination aus Kopfbrause, die ich über die obere Betätigung öffne, und über die untere Betätigung habe ich die Handbrause, die dann aber mehr von dem Servicepersonal, von der Krankenschwester oder Ähnlichem, die mehr für das Waschen von den bewegungseingeschränkten Personen benutzt wird. Das nächste Element aus Aluminium, beschichtet für Antikalk, ist auch wiederum mit einem Thermostat und hier mit einem Selbstschlussventil mit sehr leichter Betätigung ausgestattet.
Das war SAK TV Markt für diese Woche. Schalten Sie morgen doch auch zu unseren Nachrichten ein. Bis dahin, tschüss!